Hallo Jungs und Mädels und herzlich willkommen zu einem neuen kommentierten Gameplay von mir an euch. Ja, mal kurz zu dem Gameplay. Es ist von mir erspielt in MW3. Ja, wie gesagt, es ist doch nicht das letzte MW3 Gameplay, weil es ist in 4 Dead of Honor spielt. Und zwar habe ich mir das letztens einfach mal zugelegt und habe gemerkt, ja, am Arsch. Bei 4 Dead of Honor geht mein MW3. Es liegt einfach nur am beschissenen Steam. Das hat bei manchen Spielen irgendwie ein Problem mit meinem Motherboard, beziehungsweise mit, wenn man auch FX-Prozessoren hat, dann kann das auch daran liegen. Also es ist irgendwie Asus, Gigabyte und noch irgendeine Firma. Ich weiß nicht mehr genau, wer es noch war. Und ja, bei denen kann das sein, passieren, dass das so halt ist. Und ja, ich habe die P90 mit Schalldämpfer in Gold. Ja, ich habe schon ein bisschen gespielt. Dann als Sekundär die Magnum mit Taktikmesser und der Ausrüstung Semtex und die Blindgranate. Blindere Pro, Schnellziehen Pro und Totenstille Pro. Bei den Abschussserien habe ich die Predator, den Hedy und den Payflow. Ja, den Payflow erreiche ich oder habe ich bisher noch nicht erreicht. Ich habe auch nur drei Runden gespielt, weil... Ja, ich habe in letzter Zeit nicht so viel Zeit und ich habe einfach mal ein bisschen gespielt und ist doch ein knackiger Score von 46 zu 11 rausgegangen, rausgekommen. Ich denke mal, kann sich sehen lassen und ja, ich muss erstmal gleich dazu sagen, in MW3, 4 Dead of Honor, super Daumen hoch. Also, auch wenn der in der Lobby war ein Hacker, das werdet ihr dann, also man wird nochmal... zwei Killcams sehen, die werde ich durchlaufen lassen. Das war jeweils noch ein Hacker. In der Runde hat er echt schlecht gehackt, aber die Runde davor und die Runde danach hat er richtig. Aber dabei habe ich mir jede Killcam angeguckt. Oh, das war richtig böse. Aber egal. Ich meine, er war dafür, dass er den Hack benutzt war, hat übelst schlecht und von daher hat es mich nicht genuckt. Ja, fangen wir erstmal gleich mit dem Anfang, mit meinem ersten Thema an. Großes Dankeschön an Muffin. Dass er das Video für mich hochgeladen hat. Ja, gleich erstmal was dazu. Also, mir geht es jetzt nicht in erster Linie um die Abonnenten. Ich meine, wenn ich durch die Aktion von Muffin, also im Prinzip haben wir das in erster Linie gemacht, dass Muffin mal wieder ein Video bei sich auf seinem Kanal hat, weil er leider momentan verhindert ist zu zocken. Aber ja, deswegen haben wir das eigentlich nur dafür benutzt. Aber mir geht es im Prinzip in erster Linie nicht um die Abonnentengewinnung, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich meine, ja, das kann jeder so sagen, aber meine Einstellung ist im Prinzip einfach, die Abonnenten, die ich habe, auch zu unterhalten. Und wenn das bei euch nicht der Fall ist, ja, tut mir leid, dann tut es mir so leid. Was jetzt als nächstes kommen wird? Ja, als nächstes habe ich vor, kein OCI rauszubringen, sondern mal eine Episode, da mich mehrere schon gefragt haben, ja, hast echt geil gemacht, aber ich würde mich würde es freuen, wenn du mal auch mal irgendwie was mit mehr Kills, was ein bisschen länger geht. Hab ich mir überlegt, ja, mach's mal eine Episode. Die Episode wird vielleicht dann nicht so der Überhammer, aber vielleicht wird es einigen dann ein bisschen mehr gefallen. Zum OCI nochmal, ja, tut mir sehr leid, dass es vielleicht für manche nicht genug war, aber ich bin leider noch nicht so wie Energy Editing oder sowas. Ich bin ein Einzelner, der das alleine macht und ich bin auch noch Anfänger. Ich habe mich erst seit vielleicht 1 bis 2 Monaten ab und zu mal ein bisschen mit Sony Vegas und jetzt mittlerweile seit dem 7. OC auch mit Cinema 4D befasst. Und ja, deswegen, aber ich denke mal, sie werden von Mal zu Mal besser und für diejenigen, denen es trotzdem gefallen hat, freut es mich. Und ja, ansonsten. Ja. Ich wollte eigentlich noch am Kommentier es von Commander Krieger teilnehmen. Das kann ich leider nicht machen, weil ich jetzt 2 Wochen leider nicht da bin. Ja. Es gibt auch sowas Schönes wie Real Life und deswegen kann ich jetzt 2 Wochen wahrscheinlich gar nicht zocken, wirklich. Aber ich habe mir trotzdem dann noch gedacht, ja, haust noch dieses Gameplay raus, damit meine Abonnenten wenigstens noch ein bisschen was haben, oder zumindest meine Zuschauer, ich sag mal meine Zuschauer, ja, noch ein bisschen was haben. Ich meine, man kann mir auch zuschauen, muss man nicht mein Abonnent sein. Im Prinzip, ja,
war's das. Aber ich habe jetzt noch zwei kleine Themen. Erstmal zu dem Commander-Krieger-Commentary. Ich werde wahrscheinlich, da ich das jetzt nicht machen kann, weil ich das bis zum 30. Oktober nicht mehr schaffe, die Themen dann halt für mein neues Gameplay benutzen. Ich meine, ich muss sie ja nicht einfach verwerfen. Ich hätte mir das eigentlich auch schon alles aufgeschrieben. Ich habe mir wirklich, glaube ich, das komplette Commentary, was ich machen wollte, habe ich mir komplett aufgeschrieben. Aber ich habe mir dann am Ende auch überlegt, ja, das kannst du nicht einfach vorlesen. Deswegen habe ich mir das dann wieder nur in Stichpunkten alles zusammengefasst. Und bla bla. Ich meine, ich habe ja in den letzten Commentaries, habe ich meistens fast nur freigesprochen, habe mir mal ein paar Stichwörter aufgeschrieben, über was ich denn überhaupt reden will. Was ich jetzt momentan eigentlich auch mache. Deswegen kommt ab und zu mal dieses und manchmal habe ich dann Faden verloren. Aber ja, das tut mir sehr leid, aber ich versuche möglichst frei zu sprechen. Und oh ja, hier, das hat mich an dem, noch kurze Unterbrechung, das hat mich an dem Server ein bisschen gestört. Also, das war so richtig böse. Die haben so viel geschluckt. Ich meine, ich habe teilweise auch ziemlich viel geschluckt. Das war das Einzige, was mich an Fortnite One ein bisschen stört, dass die Gegner so extremst viel schlucken, ey. Also, ja gut, machen wir jetzt weiter. Ich habe noch zwei kleine Themen, und zwar, vielleicht fragen sich manche, ja, warum haust man nicht solche geilen Imba-Gameplays wie 100:1 oder so ein Scheiß, so like Elotrix oder so ein, oder andere Kommentierer raus. Erstmal zugesagt, ich bin nicht so überpowered, ich zock auch nicht so arg viel, na, das hat ja vielleicht nicht mit dem Zocken zu tun, aber dadurch, dass ich nicht so viel zocke, bin ich vielleicht nicht so ganz gut. Aber ich muss dazu sagen, ich bin durch meinen Clan bin ich auch sehr viel. Ich meine, ich habe ja meinen eigenen Clan, den ich leiten muss. Und ja, im Prinzip spielen wir in dem Clan auch fast nur Suchen und Zerstören. Ich meine, wenn ihr wollt, könnte ich auch mal irgendwie in Suchen und Zerstören Gameplay versuchen zu machen mit irgendwie 19:0 oder so ein Scheiß. Vielleicht kriege ich das ja mal hin. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht für euch zu langweilig ist. Deswegen habe ich schon gedacht, machst lieber so ein schönes Action-Gameplay, was einen einigermaßen guten Score hat. Zumindest dafür, dass es meine dritte Runde MB3 erstmal wieder war. Ach Quatsch, meine dritte Runde. Meine dritte Runde an dem Tag. Und ja. Mal zu den Commentaries, die ich mache. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich nicht so oft irgendwie mal realitätsbezogene Commentaries mache, beziehungsweise zu irgendwelchen Themen Stellung nehme. Einfach deswegen, weil ich nicht weiß, ob euch das einfach interessiert, weil ich meine, ich gehe auch nach dem Grundsatz, dass es mir Spaß machen soll, aber ich meine, irgendwie muss ich ja auch für euch was bieten. Ich meine, ich will ja die Leute, die mir zuschauen, die will ich ja auch irgendwie versuchen, möglichst gut wie möglich, so gut wie möglich zu unterhalten. Aber ja, deswegen versuche ich mir immer irgendwie so bestimmte Themen über meinen Kanal und bla und über manche Dinge vom Game drüber zu labern. Und ja, wenn ihr aber eher mal Bock habt, was ich auch mal zu anderen Sachen Stellung nehme, wie jetzt zum Beispiel, was jetzt momentan war mit hier diesem X1 Famous und Elotrix und was ich davon halte. Aber ich habe vor, jetzt eigentlich nichts darüber zu sagen, aber wenn ihr unbedingt wollt, dass ich zu solchen Themen Stellung nehme, dann sagt einfach Bescheid. Und ja gut, das war's jetzt wieder zum zur Kommentierung. Viel Spaß noch beim Rest des Gameplays und haut rein, bis in 2 Wochen, danach werde ich auch wieder gleich das nächste raushauen. Macht's gut, bis dann. Bye.